Willkommen bei den Kfz-Putzen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der dritte Tag vom Portbull Rally. Die ganzen Autos stehen da hinten. Da muss man hier über diese Brücke und hier ist der Checkpoint. Wie sieht heute die Route aus? Es gibt wieder zwei Routen. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir fahren werden, aber hier ist auf jeden Fall der Großglockner. Da gehen wir auf jeden Fall hoch. Ey, warum ist das so lang? Weil das eine Zwei-Tages-Etappe ist. Ach. Du kannst diese Strecke in zwei Tagen dann absolvieren. Ah, okay. Und man trifft sich dann halt am Mittwoch hier am Wörthersee. Also heute haben wir Zwei-Tages-Tour. Genau. Was gibt's denn zu sehen? Das ist mir auch wichtig. Staller Sattel, Haslacher Schleierwasserfall. Wow. Kaprun hoch, Gebirgsstausee. 3C, können wir ja gucken. 3C ist hier oben. Großglockner, wie hoch ist es? 3798 Meter. Boah, das ist ja fast die Hälfte von Mount Everest. Lago di Sauris, Monte Zoncolan, Löckenpass, Burkurenburg, hier Nassfeld, ja. Seecamping, Kleeblach, Lind, Goldeck Panoramastraße, Burg Falkenstein, Malta Hochalmstraße, Foltermuseum, da will ich ja unbedingt hin, ist ja was für mich, Millstätter See, Burg Finstergrün, das hört sich auch cool an. Lago del Predi, wow. Das sieht sehr schön aus, da würde ich gerne hin. Mangart, da will ich auch, das ist in Slowenien schon. Das ist auch Slowenien? Das müsste auch Slowenien sein. Okay, dann gehen wir auch hin. Ey, Kaffee ist so stark, ich wüsste, wenn du das auf den Leichen drauf gießen würdest, der wird aufstehen und loslaufen. Und süß eben wollt ihr wohl. Mit interessant heute dann. Also gestern hatten wir ja sehr viele Berge gehabt und das höchste war, glaube ich, 2200 Meter. Und das ist nochmal 1200, fast 1300 Meter her. Gestern haben wir noch mal mitgekriegt, irgendwie ein, zwei Leute hatten Motorschaden gehabt oder so. Die mussten dann wieder weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. E46 Stoßdämpfer wird gesucht und Kupplung und Lichtmaschine. Und viele Leute haben auch was. Ne? Haben wir auch gestern zu uns gesagt. Lager haben wir leider nicht da. Jetzt hätten wir die nicht gegeben. Volvo V70 Generation 2 dabei. Dabei geht es um einen Kühlwasserschlauch. So ungefähr so lang, hat ungefähr auch dieselbe Form und ist genauso dick auch. Guck mal, er hat sich gemeldet. So, Innendurchmesser, so. So, super beschrieben. Ich kann dir die Teilenummer geben, so werde ich die nächsten Teile bestellen. Ich brauche so, und dann so, dann so. 216, sucht einen Turboschlauch. Turboschlauch wird auch gesucht. Volvo, verstehe ich nicht. Die gehen alles Volvo, gut. Siehst du? Und Leute, ihr sagt Volvo ist gut. V40. Hier. Sorry. 2, 1, und Abfahrt! Euch! Morgen Gymnastik haben wir auch schon gemacht. Ey, was ist unsere Aufgabe heute? Challenge-Aufgabe. In der Reality-Show suchen wir das nackte Überleben. Zeig uns, wie du dich mit Teilen des Rodeo-Geräts bekleidest. Das Bild wird gewertet, wenn keine textile Kleidung erkennbar ist und man da das Auto oder das Bike am Bild sieht. Kannst du Alter, ja machen, ich glaube, bei dir wollen die das eher sehen als bei mir. Gut. Besser als verhaftet zu werden. Die Sonne ist schön da. Apropos Sonne, Eidosch, wir brauchen heute unbedingt eine Werkstatt. Warum, werde ich euch später noch erzählen. Grazie. Und Berliner. Bin ich auch mal gespannt, wie die Berliner schmecken. Einmal durchchecken natürlich. Wow, Eidosch, kannst das echt gut. Wo warst du denn, wo wir die ganzen Aufkleber drauf geklebt haben? Ja, sieht gut aus, Kreideriemen sieht gut aus, kein Wasserverlust, kein Öl. Hören wir mal. Super. Außerdem brauchen wir hier roten Frostschutz. Schon fertig gemischt vom Febi. Das reicht. Dritter Tag und wir beginnen mit 4501,50 €. Ihr könnt immer noch mitmachen, was werden wir am Ende hier für einen Taxibetrag stehen haben. Drei Leuten werde ich was verlosen, die am nahesten dran waren. Was gibst du da einen Tipp? Wir haben begonnen im Witten, ja. Und hören auch im Witten auf. Ich würde mal sagen, wir werden irgendwas mit 11.000 haben. 9.800. Ich sage 11.000. Und dann, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Linz. Und dann haben wir sofort... Großglockner. Also mich würde auch mal interessieren, jetzt die zwei Tage habt ihr mitbekommen, ist das was für euch, dieses Portbull Rally? Und wenn ja, was für ein Auto würdet ihr nehmen? Drei Kategorien zur Auswahl. Erste ist 500 € Auto, zweite 500.000 Minimum gelaufen oder dritte Option wäre 50 PS.
Heute haben wir ja gehört, 25 Leute haben sich heute Morgen nicht angemeldet. Und davon, nicht so viele waren das jetzt? Ja, es gibt ja auch Leute, die einfach nicht ankommen. Ich sag mal, irgendwo stehen geblieben sind. Motorschaden, Getriebeschaden oder was auch immer. Wir haben ja gehört, Gelenkschaden. Achse. Die haben sie auch gebraucht, die haben es geschafft, viele Achsen durchgebrochen, einen halben Tag später nächsten durchgebrochen, so einen Schweißer gegangen, haben die sich zu zweit Achse durchgebrochen. Achse zusammenschweißen lassen. Achse zusammengeschweißen. Achse zusammen. Ach, Achse schweißen lassen. Schlechtes Material gehabt, mehrfach. Nee, darf man nicht. Drück uns die Daumen. Dritter Tag kann beginnen. Großglockner willkommen, ne? Großglockner willkommen. Ja, aber sowas haben. Unser Steinschlag ist nicht größer geworden, ne? Da waren wir gestern überall. Sind hier welche? Portroller, wenn die jetzt hier schon Pause machen, dann weiß ich nicht. Gerade mal 20 Kilometer gefahren, nicht mal. Ja, aber es ist schön. Bestimmt fahren wir auf so einem Tretboot ein bisschen auf dem Dingssee. Wie viel haben wir denn Reichweite? Wir haben gestern ja gar nicht getankt, leider. Nein, haben wir nicht, weiß ich nicht. Oh. 72 Kilometer. Gut, dass du das schaust. Wir müssen tanken. Oh, Eidosch, wir können hier tanken. Yes. Jo, Tankstelle nach gefühlt 50 Kilometern. Wow. Und die ersten Portroller sind hier. Gucken gerade, können auf jeden Fall auffüllen. Okay, aber? Aber die haben gleich Mittagspause und das dauert ungefähr eine Stunde. Oh nee, ob's geht? Ja. Müssen die sich genau an die Zeit halten? Ah, das wäre schon geil, wenn wir das jetzt hinkriegen. Mittagspause um 11 Uhr, 18? Ja, weil es ja eine Stunde dauert irgendwie. Ja. Warte. Und ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, ne? Das werden wir jetzt später sehen. Wieso soll es nicht? Ja, wir haben es noch nie getestet. Ich habe natürlich eine Werkstatt gefunden hier, die mir jetzt Klimagas füllt. Und du hast gerade was Interessantes gesagt. Ich bin der Dritte, der gekommen ist. Genau, ja. Und wer war? Angerufen, aber nur vorbeigekommen. Nein, nicht vorbeigekommen. Was hat mit dem Problem gehabt? Einer mit einer Ölpumpe. Ölpumpe, genau, hast du heute einer, irgendein anderes. Also sehr interessant. Eigentlich müssen wir die ganzen Werkstätte mal abklappern und mal fragen, wie viele Leute angerufen haben. Nee. Klimagas ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem, ist nur leer. Das ist ein Luxusproblem. Von daher, wenn erstmal Klimagas absaugen und dann gibt es Vakuum. Ja. Weil da kommt 950 Gramm rein. Hauptsache es funktioniert wieder. 750, 700 reichen. Da wird er auch richtig schön kühl. Also ich muss den Marco einmal mal fragen, was wechselt der hier sehr oft? Ja, Bremsen, Reifen, Kupplung natürlich. Ja, ist dann eigentlich die Hauptkomponente, ja, was man so regelmäßig wechselt. Also Kupplung wird da schon sehr viel kaputt, ja. Ja, vor allem bei den älteren Leuten. TÜV ist bei euch jedes Jahr. Jedes Jahr, ja. Musst du dir vorstellen, du fährst solche Berge runter. Ja. Jetzt stell dir mal vor, da halten deine Bremsen nicht oder die Reifen sind schlecht. Ja, kann ja alles passieren. Jetzt schauen wir mal, ob unsere Klimaanlage funktioniert. So, 700 Gramm sind drin. Okay, der braucht noch ein paar. Oh, das ist jetzt schon kühl. Das ist jetzt schon kühl. Geil. Marco, du hast echt unser Leben gerettet. Super Arbeit gemacht. Bitte. Dankeschön. Echt sehr, sehr sympathisch, der Marco. Junger Meister. Finde ich super. Und der baut sehr viel Febi ein. Kann ja nur sympathisch sein. Kfz-Ordner. Ja. Könnt ihr herkommen. Hier wird euch geholfen. Safe. Das ist der Wahnsinn. Jetzt wird es krank werden. Ach was. Jetzt wollen wir eigentlich immer Fenster nicht aufmachen. Wo hast du mich hingebracht, Eidosch? Ich habe Hunger. Du hast immer Hunger, das ist das Geile. Hier, guck mal, da hinten steht was mit Chickies. Chickies, was heißt das? Die haben da Grillhändel. Händel. Händel. Händel und Händel. Achsen. Achse. Okay, Italien, habe ich ja immer gesagt, Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Gestern haben wir auch noch was gegessen, was Kaltes so. Boah, das war aber lecker. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, wie dein Grillhändel ist. Und dann probierst du mal, dann sagst du mir gleich, ob es gut ist. Ja. Thaler Straße, W108. Gegessen, satt. Hat's geschmeckt? Ist nicht mein Fall gewesen, aber... Oh, ist okay, aber jetzt ist es nicht schlimm gewesen. Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, es schmeckt schlecht. Aber trotzdem war es jetzt auch nicht so voll der Burner. Ja, ich habe jetzt so, weißt du, ich dachte schon so voll die geile Spezialität. Das ich dachte auch ein bisschen besser, aber das war jetzt, nein, das war jetzt aber auch nicht so eine Stelle, wo das so extrem gut ist. Ja? Nein. Meinst du? Nein, war es nicht. Ja, weiß ich nicht, aber ich werde es jetzt nicht nochmal probieren. Geh nochmal nach Italien später. Freust dich schon. Pizza. Litz Schloss Burg. Sehr schön. Eine schöne Burg. Ja, da würde ich gerne mal Verstecken spielen.
boah, das ist echt eine super Idee, Verstecken spielen. So als Erwachsene, weißt du so? Ja, warum nicht? Das wird voll Spaß machen. Aber richtig. Aber richtig, genau. So richtig, richtig. Darf ich vorstellen, Berge? Hatten wir noch nicht. Auch mal wieder was Neues zu sehen, echt? Total. Berge. Mann. Wahnsinn. Gab es in Österreich Berge? Nicht, dass ich wüsste. Echt Wahnsinn, ey. Wäre schon mal cool, wenn wir so einen Berg hochfahren. Mhm. Mal echt mal Abwechslung, ey. Wir haben zu viele normale Straßen hier. Ich brauche was Anspruchsvolles. Wie so ein Berg zum Beispiel. Mhm. Wir fahren wieder einen Berg hoch. Das ist echt riesen Steigung wieder. Was klappert denn da? Ach, die Tassen. Dachte, irgendwas ausgeschlagen hier oder was? Nein, das habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte nur, was quietscht denn da so komisch? Auf sowas achte ich gar nicht. Ich bin nur fürs Auto zuständig. Ich will nur Autosachen. Du interessierst dich jetzt nur noch, genau, für den großen Wenn jetzt einer hinten sitzen würde und ganz seit dir klatschen würde und was bei sich benutzen würde, ich würde es nicht hören. Mein Ohr ist immer Gelenke, Motor, Reifen, Bremsen, Getriebe, in unserem Fall auch Differential. Also nur autotechnisch. Das höre ich nicht. Deswegen, das andere habe ich nicht gehört. Oder okay, habe ich gehört, aber ignoriert. Du wusstest, dass es was anderes ist. Nee, das kommt nicht vom Auto, wusste ich. Im Auto haben wir zum Glück keine Probleme, aber jetzt so ein Berg hoch bei 25 Grad, das ist nicht ohne. Kleber haben wir mal sicherheitshalber mal ausgemacht. Wollte jetzt nicht unnötig nochmal heizen. Weil du hast ja mitgekriegt gestern, wie viele Kühler geplatzt sind, Schläuche geplatzt sind, Turboschlauch, Motorschaden, boah, Zylinderkopf. Ja. Das waren schon einige gestern. Ein paar mussten abbrechen wahrscheinlich. Genau, ja. Und du weißt, unser Auto ist über 1 Million gelaufen. Das ist ja auch nicht ohne. Und wie viel der Motor gelaufen ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist das ja noch der erste Motor. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, sehe ich schon, wie die Strecke da unten. Guck mal, ja, hier 100 dann. Und dann da, bam, 180 Grad drehen. Das ist schon krass. Da musst du mal duschen. Da unten dich hinstellen, so. Ja, Naturdusche. Du musst ja hin zurückkommen. Eine Naturdusche. Wunderschön. Wasserfall Jungfernsprung heißt das. Das ist ja schön. Guck mal, wo das so raussprudelt. Guck mal da. Da unten, da kannst du dich aber nicht hinstellen zum Duschen. Das fließt auch hier rein. In den Fluss. Das sind wir zum Reich vom Großglockner. Genau. Das? Das ist er. Der Großglockner? Ja. Könnt ihr ihn haben? Wie riesig der ist. Der ist schon ziemlich hoch, ja. Das ist so wie ein Berg, da drauf noch ein Berg. Oder ist es der? Nee, der ist nicht so hoch. Alter, der ist riesig. Der ist schon so hoch, das stimmt. Da ist ja noch Schnee drauf. Ja. Hier. Dem Straßenverlauf von B107 noch 4 Kilometer folgen. Das ist heftig, oder? Das ist sehr geil. Auf. Und bla 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 bla, wer es lesen will. Lassen den Wagen auch ein bisschen abkühlen. Machen wir jetzt eine Pause. Oh, da raucht es. Oder ist das so Nebel? Nee, das sieht aus wie Rauch. Nee, es ist Rauch. Steigt auch so, ja. Wir sind 1800 Meter hoch und es ist noch weit nach oben. Und es ist schon kühl geworden, ne? Und ich bin mal jetzt gespannt, wenn wir auf Großglockner sind, ob es Schnee gibt. Guck mal, da oben ist Schnee und es ist nicht mal weit. Guck mal, ganz nach oben. Dahin müssen wir. Da gehen wir hoch? Da gehen wir hoch. Oh mein Gott, ich sehe da ein Auto. Da müssen wir hin. Da müssen wir sogar noch her. Ach du meine Güte.
Wow. Das ist heftig. Oh mein die Gott, steigen wir müssen da hier hochfahren. Heftig. Wow, Ferrari, Bentley. Die haben keine Probleme, ne? Sicherlich nicht. Da unten sieht man die Straße. Ich muss mal kurz aufmachen, ne? Hier sind wir bei 1999. Das sind genau 1999 Meter hoch. Kommen komische Geräusche, sonst habe ich auch Angst. Aber da stehen immer dann die, wie hoch wir gerade sind. Da liegt auch Schnee, siehst du? Ein bisschen. So, 2016 Meter. Wir gehen immer noch hoch. Ja, heftig. Anspruchsvoll. Ja. 2282 Meter. Also ich glaube, die Straße hier, die Strecke, war auf jeden Fall schlimmer zum Hochfahren als Silvretta. Was sagst du? Ja. Hm? Ja, es ist richtig zu. Meine auch. Wir haben auf jeden Fall Rekord gebrochen von 2000. So hoch waren wir noch nicht, glaube ich. Ne? 300 Meter. Guck mal, da geht es immer noch weiter höher da. Das ist ja nur so eine Aussichtsstelle und das geht da nicht weiter. Deswegen muss man auch runtergehen wieder. Ist mir egal. Kann das sein? Hauptsache den Berg mal hoch. Das kann echt sein. Ich glaube, das ist die Aussichtsstelle. Vielleicht nur geht es nicht weiter oder so. Na klar. Das sind die Massen wahrscheinlich, die es im Winter geschneit hat und jetzt schmilzt das so langsam vor sich hin. Hier, Hochtourpass über 2504 Meter. 2462 über dem Meeresspiegel. Nee, die Straße geht da schon weiter. Hier ist nur so eine Aussichtsstelle, glaube ich. Hochtour. Noch höher oder geht man ja, runter? Es geht noch höher. Echt? Ja, da geht es ja noch weiter hier. Oder geht es jetzt runter irgendwo? Ach, ein Tunnel. Hochtour. 2504. Wow. Oh, es tropft. Gespannt, was da jetzt ist. Willst du mal irgendwie anhalten kurz? Weil jetzt geht's ja runter. Deswegen sind die alle so gekommen, ne?
guck mal. Das müssen wir jetzt anfassen hier. Wahnsinn, wie hoch sind wir? Guck mal, so ein riesen Dings hier, so ein Berg. Wir sind genau 2500 Meter Höhe. Und wie ist die Luft hier? Sehr schön. Und hier haben wir den Großglöckner. Leute, 2500 Meter. Achtung mal. Können wir hier Schneeballschlacht spielen hier? Es geht noch höher. Wahnsinn. Mit kurzer Hose. Also hätte ich das mal gewusst, hätte ich meinen Schlitten mitgenommen. Da hoch, Schlitten runterfahren. Glaub mir, das macht ihr auch nur einmal. Also wir haben jetzt endlich einen Berg gehabt, wo wir Schnee drauf hatten. Das wolltest du doch die ganze Zeit. Das wollte ich unbedingt. Unser Mercedes hat es ausgehalten. Das ist nächster Stop. Mitten im Nirgendwo. Was soll das denn heißen? Spital an Millstedt. Ich würde sagen, Foltermuseum. Foltermuseum. Dann lass es mal hin. Fahren einfach mal da lang. Da gucken wir mal. Porsche, Porsche. Ey, also, Kollege, ich habe gesagt, nur waschen, nicht tragen. Also wir haben einen super Ausblick, ne? Aber ja. Guck mal die Straße an. Also wenn ich mit dem Audi fahren würde, würde ich mich aufregen. Ne, aber hier... Also mit dem Audi würdest du nicht gerne hier drüber? Nee. Auch wenn die ganzen Gelenke jetzt bald auch von Femi neu kommen, würde ich trotzdem, guck mal jetzt, hopp, ja, mit der weißen Startlöcher. Wie ich da drüber bretter. Ja, als... wäre nix. Ui. Juhu. Guck mal, wie der wackelt da vorne. Ja, ich sehe das. Ja, siehst du das? Du bremst schon ab. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber ich habe das so gesehen auf jeden Fall. Heftig, dass die Straße die ganze Zeit so, es geht so weiter. Also, die Strecke fährst du 50 Mal und du hast auf jeden Fall alle Gelenke kaputt. Wenn das fertig ist, sagst du bestimmt, ich will keine Berge mehr sehen. Also manchmal ist es ein bisschen eintönig, muss man sagen. Aber heute ist es okay gewesen. Heute hatten wir nur eine große Glöckner. Das war gut, ja, finde ich auch. Okay. Der war halt steil. Man merkt, dass das, was wir kennen, aber doch wieder anders. Mhm. Und dann das Highlight war am Ende Schnee. Ja. Das hat mich voll geflasht. Das war schön. Aber ich fand diese Strecke anspruchsvoller als Silvretta. Ja. Hier war das viel steiler und da ging es richtig hoch, finde ich. Ja. Also wir haben nur 18 Minuten zum Hotel. Wow. Genau, wir wollen ja hier hin, da werden wir irgendwo beraten. Und dann, genau. Der nächste Stink, also Ziel ist ja auf jeden Fall hier im Wörthersee, Welten am Wörthersee. Aber wir wissen jetzt nicht nach dem Hotel, da haben wir auch noch mal ein bisschen gefahren. Wir haben uns überlegt, vielleicht hier so Slowenien-mäßig irgendwas. Schauen wir mal, wir entscheiden das dann morgen einfach, oder? Ja.